alle Hände voll zu tun haben die Torhüter beim Floorball. Sie sind die einzigen ohne Schläger und müssen den 23 Gramm leichten Ball in Windeseile abwehren. Georg Jahn hütet das Tor der Dresden Eagles seit 10 Jahren. Er ist damit einer der dienstältesten Spieler im Verein. Gegen die Chemnitz Floorfighters hielt Georges, wie ihn alle nennen, das Team glänzend im Spiel. Doch binnen 6 Minuten war für die Gastgeber alles dahin. Chemnitz drehte die Partie, machte aus einem 2:5 Rückstand ein 6:5. Ja, ich denke, wir sind wieder in alte Muster zurückgefallen, haben genau das zugelassen, was wir eigentlich nicht zulassen wollten, dass die Gegner von der Seite einbrechen konnten ins Spiel. Und wir haben halt 3 dumme und schnelle Gegentore gefangen und dann hat man halt gemerkt, dass, ja, ich denke, auch die vergangenen Spiele einfach dazu beigetragen haben, dass wir so verunsichert waren. Und wir haben, gut, das letzte, das Foul vor dem Gegentor, okay, aber das ist einfach Dummheit, dass wir es so einfach herschenken. Wir hatten, wie gesagt, eine 50. Minute, ist eigentlich alles sicher und dann, nein. Mit Niederlagen kennen sich die Dresden Eagles aus. In dieser Saison war es bereits die 13. Die Dresdner Floorballer sind Tabellenletzter, doch unterkriegen lassen sie sich davon nicht. Wir haben, denke ich, einen großen Vorsprung gegenüber anderen Teams, einfach weil wir sehr gut zusammenhalten, auch außerhalb des Sports. Wir machen auch Teambuilding-Maßnahmen im Training und dergleichen. Wir treffen uns außerhalb oft und wie gesagt, wir halten zusammen und wir wissen genau, worum es geht. Wir stehen zusammen und wir können es nur zusammenreißen, so einfach ist es. Georg musste in dieser Saison schon 129 Mal hinter sich greifen. Das macht rund 8 Gegentore pro Spiel. Überhaupt gleicht das Abwehren im Floorball mitunter der Hexerei. Mit fast 200 Sachen kommt der Ball hin und wieder angeflogen. Zur Abwehr nutzen darf der Torhüter alles, was er hat, vorausgesetzt, er befindet sich im entsprechenden Raum. Es gibt den Schutzraum, der ist direkt vor dem Tor, 1 Meter nach vorne ins Feld hinein. Da darf niemand drinnen stehen außer mir. Entsprechend, wenn ein Verteidiger drinnen steht und den Ball abwehrt oder ähnliches, gibt es einen Strafschuss. Und ansonsten, wenn ein Angreifer drinnen steht, gibt es einen Freischlag für uns. Und ansonsten der große Torraum, das ist der Raum, in dem ich grundsätzlich in die Hand nehmen darf den Ball. Ich darf in dem Torraum springen, ich darf alles, was der Abwehr des Balls dient. Georg Jahn und die Dresden Eagles spielen das 2. Jahr in der 1. Bundesliga. Und das ist bekanntermaßen immer das Schwierigste. Kleiner Kader, zu wenig Nachwuchs, der Klassenerhalt wird zum Kraftakt. Sportlich müssen sich die Eagles in den Playdowns bewähren. Chemnitz könnte auch dort ein möglicher Gegner sein. Chemnitz ist ein guter Gegner, macht auch immer Spaß, gegen Chemnitz zu spielen. Natürlich heute nicht gerade, aber Chemnitz wäre schon ein guter Gegner. Wunschgegner für mich, rein von den Saisonresultaten, natürlich Bremen. Wir haben 2-mal gegen Bremen gewonnen. Wie gesagt, in den Playdowns sowieso eine Best-of-3-Serie. Das heißt, das kann nicht in einem Spiel entschieden werden, so wie heute. Bremen wäre durchaus recht, aber auch Döbeln oder Chemnitz. Wir müssen nehmen, wer er kommt und dann möglichst die ersten Spiele gewinnen. Der sportliche Klassenerhalt ist für die Dresden Eagles das erklärte Ziel. Im Fall der Fälle aber könnte es ein Hintertürchen geben. Potenzielle Aufstiegskandidaten für die erste Liga sind rar. Gut möglich also, dass die Dresden Eagles so oder so ein Erstligist bleiben.